Höhepunkt und Abschluss der Nettersheimer Kirmes ist der Hahnenball am Dienstagabend. Dieses Tanzvergnügen wird durch seinen zeremoniellen Rahmen besonders hervorgehoben. Auch hier sorgt der Kirmesreih für die Wahrung der überlieferten Formen. Nach dem Abendessen, wenn Haus und Stall überall versorgt sind, finden sich die Familien des Dorfes noch einmal auf dem Ballsaal ein. Verwandte werden als Kirmesgäste mitgebracht. Im Festsaal ist der Tanz schon seit den frühen Abendstunden im Gange. Am Saaleingang wird vom Kirmesreih, wie bei jedem der vier abendlichen Bälle, Eintritt erhoben. Zur Kontrolle bekommt jeder ein Abzeichen nach Art der Tanzmarken. Mit den Einnahmen bestreitet der Kirmesreih seine Unkosten, bei denen die Aufwendungen für die Musikanten den größten Anteil ausmachen. Der Ausschank im Ballsaal geht auf Rechnung des Gastwirtes. Auf dem erhöhten Bühnenpodest, von dem aus der ganze Saal überblickt werden kann, ist der Tisch für den Hahnenkönig hergerichtet. Des Königs und der Königin gehören auch deren Verwandte, die ebenfalls am Ehrentisch Platz nehmen. Während er zum Zeichen seiner Würde den Degen mit dem Hahnenkopf führt, trägt sie einen Büschel Hahnenschwanzfedern als Schmuck im Haar. Mit dem Königspaar sind auch die Kirmesfahne, der Kirmesknochen und der Kirmesstrauß in den Saal eingezogen. Wenn diese Festsymbole an der Stirnwand befestigt sind, ist der Hahnenball offiziell eröffnet. Der Saal, der auf den ringsum aufgestellten Bänken 600 Besucher fasst, ist jetzt bis auf den letzten Platz gefüllt. Jede Familie hat ihren angestammten Tisch. Auch der Pfarrer befindet sich an diesem Abend unter den Ballgästen. Mal wird das Tanzvergnügen unterbrochen, wenn der beim Hahnenköpfen enthauptete und inzwischen zubereitete Hahn gebracht wird. Er wird dem Hahnenkönig, der den erfolgreichen Säbelhieb ausgeführt hat, auf silbernem Tablett zeremoniell serviert. Häufig kommt es vor, dass nur noch Reste an den Königstisch gelangen. Diesmal bleibt er fast unbeschädigt. So kann er in Portionen zerlegt und verteilt werden. Selbst jetzt noch versucht man von den Nachbartischen aus einen Bissen abzubekommen.
Klänge des Hahnenwalzers ertönen, drängen sich die Ballgäste an die Tanzfläche, um das Königspaar bei seinem Ehrentanz zu feiern. Pause wird dem Königspaar vom Kirmesrei ein Ehrentrunk kredenzt. Mit diesem Walzer hat der König seine Aufgabe beim Hahnenball erfüllt. Er legt sein Zepter beiseite und wird sich nun wie jeder andere am weiteren Geschehen beteiligen. Veranstaltung wechseln moderne Rhythmen mit Rheinländer, Polka oder Schottisch, die bei den älteren Leuten beliebt sind. Diese Extra-Tour ist der Ehrentanz für die Mitglieder der Gesellschaft, die die Kirmes vorbereitet hat. Die Tanzfläche gehört zunächst dem Hötjung, der den Kirmesrei anführt. Später beteiligen sich der Scholtes, der Reihschreiber und die anderen Mitglieder. Schließlich auch die übrige Festgemeinschaft. Damit bedankt sich die Dorfgemeinschaft für das gelungene Fest. Die auswärtigen Ballgäste, die keine Verwandtschaft im Ort haben, finden an den Tischen keinen Platz. Sie halten sich während der Tanzpausen an der Biertheke auf. Thank you.
gibt keinen Abschlussball an Kirmes ohne den Kusswalzer. Er wird im großen Kreis der Umstehenden von einzelnen Paaren mit ständig wechselnden Partnern getanzt. Diese Aufforderungen zum Solotanz mit dem anschließenden Kuss vor den Augen der Dorfgemeinschaft decken manche alte Beziehungen und manche geheime Zuneigung auf, was immer wieder Anlass zur Überraschung und zum Beifall gibt. Manche drücken sich daher vor dem Kusswalzer und halten sich im Hintergrund des Kreises. Das reiche Spiel dauert so lange, bis sich schließlich einer mit dem Kissen aus dem Kreise entfernt. Die auswärtigen Ballgäste stehen beim Kusswalzer meist abseits. Ganz alten Gruppentänze, wie die Quadrille und der Lancier, haben sich in Nettersheim gehalten. Sie erinnern an die Kirmesfreuden früherer Zeiten. Die große Tanzfläche von 9x9 Metern in dem um 1900 erbauten Ballsaal macht es möglich, dass diese Überlieferung als Zugeständnis an die Alten hier fortgeführt werden konnte. Zum Lancier gehören 16 Paare, von denen jeweils 4 ein Karree bilden. Die 4 Karrees verteilen sich auf die 4 Ecken der Tanzfläche. Der Tanz besteht aus 5 Abenteuern, die man hier Avendeuse nennt. Jedes einzelne Abenteuer setzt sich aus einer Reihe von komplizierten Figuren zusammen. Hier werden nur einige Ausschnitte gezeigt. In den Tanzpausen formieren sich die Paare in den Karrees neu. Dies ist schon der Beginn des dritten Abenteuers. Selbst bei der Ungelenkheit des Alters zeigt sich noch der kunstvolle Aufbau der Tanzfiguren. Damit diese alten Kirmestänze weiterhin lebendig bleiben können, wurden auch jüngere Paare angelernt. Das fünfte und letzte Abenteuer zeigt noch einmal die Vielfalt der Variationen. Nach der Eröffnung bewegen sich die Paare im Kreuzgang, der sich in wechselnden Richtungen 4-mal wiederholt. Es schließt sich der Rundgang an, ebenfalls in 4 Figuren. Dann öffnen sich die Karrees zu Reihen, die einander im Wechselschritt überkreuzen.
sich wieder auflösen neu formieren und aufeinander zuspringen. Danach schließt in viermaliger Wiederholung der Kettengang an. Er leitet zum Schluss mit einer Temposteigerung in einen Walzer über. Mit diesem auch heute noch beliebten Gesellschaftstanz endet der Lancier. Mitternacht wird der Schabbayes in den Saal gebracht. Das ist die mit Heu ausgestopfte lebensgroße Puppe, die zu Beginn der Kirmes an der Urftbrücke über der Straße aufgehängt worden war. Dieser Kirmesmann ist eines der Wahrzeichen dieses Dorffestes. Diesmal ist ein zweiter Schabbayes zur Stelle, der jetzt zur großen Überraschung der Ballgäste vom Dachboden des Saales herabgelassen wird. Er ist in einer der vorausgehenden Kirmesnächte vom Hängeplatz gestohlen worden, sodass der Reih am anderen Morgen einen Ersatz beizuschaffen hatte. Das Schabbayes-Stehlen, das der Kirmesreih durch Bewachen der aufgehängten Puppe zu verhindern sucht, gehört zu dem üblichen Kirmes-Schabernack. Das unbemerkte Entwenden wird mit einer Flasche Schnaps honoriert. Es gilt als Schande, wenn der Schabbayes von Fremden aus einem Nachbardorf mitgenommen wird. Im Saal wird der Kirmesmann den verheirateten Frauen überlassen, die mit ihm den Schabbayes-Tanz aufführen. Wie heute zwei Kirmesmänner vorhanden sind, kommt es zu besonderen Ausgelassenheiten. Einer wird von den Frauen kaputt getanzt. Die Frauen reißen die ausgestopfte Puppe auseinander und verstreuen die Bestandteile auf der Tanzfläche. Der andere Kirmesmann wird vom Reih rechtzeitig in Sicherheit gebracht, da er zum Schluss des Hahnenballs noch gebraucht wird. Die fortgeschrittenen Nachtstunden gehören fast ausschließlich den jüngeren Leuten. Von den Älteren sind viele schon heimgegangen. Fröhlichkeit und Ausgelassenheit erreichen jetzt ihren Höhepunkt. Für eine kurze Verschnaufpause findet jetzt mancher den Weg nach draußen.
Die Schausteller auf dem Kirmesplatz haben schon die Vorbereitungen für ihre Abreise getroffen. Nur die Würstchenbude ist noch geöffnet. Drinnen spielen die Musikanten unermüdlich zum Tanz. Auf den Tischen stehen ganze Batterien von geleerten Weinflaschen. Kaum jemand lässt jetzt noch einen Tanz aus. In der Hochstimmung kommt es zu einer Polonaise, an der nach und nach alle Paare teilnehmen. Sie führt durch sämtliche Winkel des Ballsaales. Es ist 4 Uhr vorüber, wenn vom Reih der letzte Tanz dieser Kirmes angekündigt wird. Die Paare hängen sich die Papiertischdecken wie Kutten um und stimmen ein Klagegeheul an. Dieser letzte Tanz in der Frühe des Tages, mit dem der Alltag wieder beginnt, ist für ein Jahr lang der endgültige Abschied von der Kirmes. Die abschließenden Feierlichkeiten werden wie ein Begräbnis begangen. Das Trauerzeremoniell stammt noch aus der Zeit, als die Kirmes in den Eifeldörfern die einzige Tanzgelegenheit des Jahres war. Während man die Fackeln für das nächtliche Grabgeleit anzündet, werden Kirmesmann und Kirmesknochen wie Tote auf einer Trage aufgebahrt. Leidtragende sind die Angehörigen des Kirmesreis mit dem Höttjung und dem Scholtes an der Spitze. Dann folgt das große Grabgeleit, an dem sich alle beteiligen, die den Hahnenball bis zum Schluss mitfeierten.
Die Totenbahre wird inmitten der Trauergemeinschaft getragen. Der Leichenzug geht zur Urftwiese hinunter, wo man die Kirmes vor 4 Tagen aus dem Grab gehoben hatte. Hier soll sie nun wieder bestattet werden. Die symbolische Beerdigung des Kirmesknochens wird vom Höttjung vorgenommen, der auch die Grabrede hält. Grabbeigabe ist eine Flasche Schnaps. Mit ihr soll die Kirmes bis zum nächsten Jahr ruhen, damit sie dann wieder ins Dorf eingebracht werden kann. Nach dem Begräbnis wendet man sich dem Schabbaes zu, der die profaneren Festfreuden verkörpert. Da er vorschnell in der Urft ertränkt wurde, muss er nun wieder herausgezogen werden. Man schlägt mit der Schaufel so lange auf ihn ein, bis die Heufüllung hervorkommt. Dann kann der Kirmesmann in Brand gesteckt werden. Bei dem Ende, das ihm zugedacht ist, hat es auch früher keine eindeutige Entscheidung zwischen Ertränken und Verbrennen gegeben. In die Flammen werden auch der Kirmesstrauß und die Vermummung der Begräbnishelfer geworfen. Das Auswaschen der leeren Geldbörsen in der Urft gilt als Bestätigung für ein gelungenes Fest. Auch die diesjährige Kirmes wurde ausgiebig bis zur letzten Neige gefeiert. Ganz zum Schluss werden die Reste des Schabbaes, die das Feuer verschont hat, in den Bach geworfen. Damit ist das 4-tägige Dorffest für die meisten beendet. Einige Unentwegte, darunter die Mitglieder des Kirmesreis, kehren noch einmal in den Ballsaal zurück. Der Morgen beginnt bereits zu grauen, wenn hier vom Höttjung die Kirmesbeichte abgehalten wird. Jeder Abend immer. Das macht's aber nicht. Wo bist du denn die Angelzitsche wärst? Die Angelmädchen. Ah, wie hört das sich für einen Erwachsenen an? Na ja, Kirmes. Was heißt denn Kirmes? Kirmes ist wohl noch einigermaßen im Rahmen. Ja, noch immer Kirmes im Jahr. Ja, das haben wir auch. Das Fenster ist in der Hölzerhalle. Also sind doch anhand Dinge gegangen. Wo bist du das Abend zu wärst, wie lange ich zum Zahn habe? Mit einem Mädchen. Ja, mit einem Mädchen, also ich, mit einem Mädchen. Aber das Bäßmännchen. So ein Bus ist mir jetzt nur ein Versteiner hier gesehen. Aber Bäß. Das ist klar. Ja. Und da weißt du nicht, wie das ist. Ja. Das ist ja. Diese Beichte ist ein Rügegericht über Entgleisungen während des Festes. Zur Buße werden Schnapsrunden verhängt. Was hast du denn da mit der Laufe mit dem Kirmesbier? Ich habe eine Beste da. Eine Beste da, du hast keine Rübe drin. Nee, ich wollte aber den Russ holen, die Rübe ist auch hier. Ja, das heißt, der Spaß die Menschen, der lange Junge noch eine Beine zu springen. Hast du sie denn schon in Hause, wenn du mit der Masse Wurz hingängst? Wer denkt da doch an Frauen können? An Frauen können, die Menschen können, die sind alles genug zu dir. Im nächsten Jahr, da machen wir die Kirmes genauso gut wie wir in diesem Jahr. Du hast nie die Ehre und die Kirmes.
Das ist ja nur, ja, wir werden eben so, wie wir die Joschen haben. Die Joschen haben, die ist ein bisschen Bauch in ihrem Portemonnaie, lieber Jungs. Und dann dran weh ist. Zur Strafe, kriegst du aber noch ein paar Schwestern. Jo, wenn ein Dummer Jod ist, da ist alles okay. Ja, da werden wir noch sehen, wie das sich dann mit Leib gezogen wird. Bitte. Wenn alle Verfehlungen abgehandelt sind, hat auch der Kirmesreih seine Aufgabe erfüllt. Im nächsten Jahr wird ein neuer Reih wiederum alles daran setzen, dass die Nettersheimer Kirmes in der herkömmlichen Weise gefeiert werden kann. Ja, nicht allein, du musst aber weg jetzt. Ja, dann musst du wie du willst. Aber jemand, der es jetzt